Hi, ich bin Chris Bay von der Band Freedom Call und ich freue mich jetzt tierisch auf ein cooles Interview mit Ornella von Comeback Stage. Hi Chris, vielen Dank erstmal für deine Zeit. Hallo Ornella, freut mich sehr, dass du gekommen bist. Du warst tatsächlich mein allererstes Interview für Comeback Stage vor 3 Jahren. Das freut mich. Dann geht es ja heute quasi wie von alleine. Und zwar habt ihr gestern eure Tour mit Iced Earth gestartet in Saarbrücken. Wie war's? So einen entspannten Anfang von einer Tour habe ich eigentlich noch nie erlebt. Der erste Tag musst du dir mal vorstellen, man trifft sich das erste Mal, man muss erstmal so die ganzen Grenzen abchecken. Nee, da geht es gar nicht darum, ob das irgendwie mit Rockstars oder wer jetzt bekannter ist, sondern geht es einfach um technische Sachen. Da wird ja alles, muss man sich vorstellen, alles Equipment, was so in Proberäumen ist, wird mal zusammengeschmissen. Und da muss man das alles ein bisschen ordnen, dass es letztendlich funktioniert. Und das war toll, weil Iced Earth super professionell, super nett auch, sehr hilfsbereit. Und dann geht es natürlich viel, viel einfacher. Sehr schön. Dann seid ihr heute bereit und in aller Frische Berlin zu rocken. Berlin, immer wieder eine Reise wert. Wir freuen uns. Wie zufrieden seid ihr denn damit dem Erfolg des Albums? Sehr. Also wir haben das ja hinbekommen, trotz der schwierigen Zeit, alle jammern ja. Das Musikbusiness, die Shows, die Plattenverkäufe durch Streaming und Internet und alle jammern. Und wir können da wirklich total happy sein, weil bei uns geht es ständig bergauf. Natürlich jetzt nicht so Shootingstar, dass wir gleich Stadien spielen. Aber wir sind sehr stolz drauf, dass es nach oben geht. Und wir investieren aber auch sehr viel Arbeit und sehr viel Mühe und sind uns auch einfach nicht zu schade, auch mal kleinere Clubs zu spielen oder jetzt als Support zu spielen. Wir wollen einfach das machen, was unsere Leidenschaft ist. Da freuen wir uns einfach. Das ist, finde ich, ein guter Grundsatz, den sich viele Bands zu Herzen nehmen sollten, die da tatsächlich auch jammern und sagen, dass die Plattenverkäufe einbrechen. Was ist da euer Geheimnis? Also Geheimnis gibt es da eigentlich nicht, dass man verraten könnte. Aber das habe ich ja gerade schon so ein bisschen durchschimmern lassen. Es ist halt einfach, dass man durchhalten muss. Dass man einfach zu dem stehen muss und nicht so einen Kompromiss eingeht und sagt, lohnt sich das, so dieses Abwägen zwischen kommerziellen und natürlich ideellen Interessen, sondern man muss es einfach machen. Man muss es einfach machen und mehr kann man nicht machen. Also wir können ja das Musikbusiness nicht umkrempeln. Ja, da sind wir leider nicht befugt. Und wie kann man sich bei Freedom Call das Songwriting vorstellen? Naja, da gibt es 1000 verschiedene Möglichkeiten. So ein klassischer Weg gibt es auch? Also, ist das bei den meisten Songs abzeichnet? Naja, es gibt halt die Möglichkeit, wenn ich jetzt mich von Anfang an entscheide, ich schreibe jetzt einen Metal-Song, dann kann ich mir einen Drumcomputer nehmen und kann den ganz schnell stellen, eine Double Bass laufen lassen und dann mache ich ein Lied darum. Ja. Das ist aber nicht der Sinn der Sache, sondern das soll ja aus einem herauswachsen, das soll ja eine Vision sein. Die entsteht natürlich erstmal im Kopf eines Musikanten, wenn ich das mal so beschreiben darf. Und dann wächst sowas. Das kann innerhalb von 2 Stunden passieren. Das kann aber sein, dass man einfach ein paar Wochen dran sitzt. Das kann ganz viele verschiedene Wege gehen. Ich kann mit einem Piano anfangen, ich kann mit Drums anfangen, ich kann mit Gitarre anfangen oder ich habe eine Gesangsmelodie im Ohr. Wichtig ist nur, dass eine Vision da ist. Nur dann kann ein Song entstehen, der auch authentisch ist und nicht irgendwie simuliert, synthetisch in eine Musikrichtung gepresst. Und woher nimmst du deine Inspiration für die ganzen Songs, für die Texte vor allem? Weil das stelle ich persönlich mir relativ schwierig vor. Ja, das werde ich natürlich oft gefragt. Und ich habe da natürlich auch drüber nachgedacht. Und die Inspiration, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Tolkien-Fan, obwohl ich es mal versucht habe zu lesen, aber ich habe es irgendwann abgebrochen. Es waren mir zu viele Menschen oder zu viele Personen. Weißt du das auch nicht? Ja. Oder irgendwelche Star Wars oder Science Fiction oder was. Nee, mache ich nicht. Also meine Inspiration ist eigentlich wirklich dieses ganze kleine, simple Leben. Das kann entstehen auf einer Idee, auch wenn es blöd klingt, auf der Toilette. Ja. Das kann aber auch passieren, dass ich mit dem Auto an der Ampel stehe und im Auto neben mir guckt mich einer einfach komisch an. Was bei mir dann natürlich anders ankommt. Das sind die kleinsten Momente, man muss es nur zulassen, dass man das irgendwie aufnimmt für sich. Das ist ja auch eigentlich das Beste, was einem passieren kann, weil das bleibt authentisch. Ja, ich denke, das ist einfach nur ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben laufen. Nicht nur seinen Quark machen, sondern einfach mal ein bisschen gucken. Ich glaube, diese Momente, für diese sollte man sich einfach Zeit nehmen. Auf
Und da kommt ganz viel an. Wie man sieht, auch sehr gute Sache raus. Und ihr bezeichnet euch ja selbst als Happy Metal Band. Wie lebt es sich als Happy Metal Band zwischen all diesen dunklen Gestalten da draußen? Naja, es ist manchmal schon anstrengend, weil dieses Happy und Metal kommt bei vielen einfach an wie Schwarz und Weiß, was irgendwie nicht so wirklich zusammenpasst. Weil Metal ist ja für viele auch, das geht ja schon Richtung Religion, die auch sehr konservativ gelebt wird, behandelt wird. Und alles, was nicht stattfindet, das ist so schon fast so eine Art Extremismus, der dann, naja, und alles andere ist scheiße. Also da gibt es kein, ja, kann man machen, ist auch nett, aber ist nicht mein Ding, sondern es ist einfach scheiße. Und das finde ich halt, das ist halt sehr intolerant. Und ich finde, man sollte das einfach Künstler zugestehen, dass deren Horizont einfach ein bisschen weiter ist, als nur dieses eine Ding da, dieses kleine Ding zu machen. Und da kann es schon mal sein, dass man mal ein bisschen andere Welten, andere Ideen hat, die nicht gleich totgedrückt werden müssen und sagen, das ist scheiße. So einfach sagen, ja, ist cool, gefällt mir nicht so ganz, aber es ist Kunst. Also ich finde bei euch vor allem schön und gerade auch an der Metal-Musik, dass sie gute Laune macht und dass es auch Freude macht, auf den Konzerten zu sein. Also man muss sich ja nicht immer die dunkelsten Ecken des Lebens raussuchen. Ja, also mit diesem Happy Metal polarisieren wir sehr in der Metal, in dieser Metal-Welt. Aber was uns immer wieder Antrieb gibt, das sind unheimlich viele Postings oder E-Mails, die wir bekommen, dass wir wirklich ernsthaft Leuten, die einfach Probleme im Leben haben, ob das eine Krankheit ist, ob das familiäre Beziehungs- oder sonstige Schicksale auch sind, denen helfen wir. Die können mit unserer Musik wirklich was anfangen und denen geben wir einfach eine gewisse Lebenshilfe. Da werden jetzt manche bestimmt drüber grinsen und sagen, hahaha, Land of Light oder Metal Invasion, was soll denn da? Das ist nur eine Interpretation. Man sollte sich einfach mal die Mühe geben oder den Horizont so weit erweitern, dass man die Texte auch mal ein bisschen anders interpretiert oder einfach auf sich wirken lässt, als so diese einzelnen Wörter für sich. Und ich glaube, darin liegt genau diese Wurzel von Kunst, dass sie halt manchen Leuten was gibt und anderen Leuten nicht. Ich zwinge niemanden auf diesem Planeten, sich ein Freedom Call Album reinzuziehen. Das ist alles ganz freie Entscheidung. Aber tut es, es lohnt sich. Du hast jetzt auch an deinem Solo-Album Chasing the Sun gearbeitet. Was können die Fans erwarten? Ist es auch was für Freedom Call Fans oder was für eine komplett andere Richtung? Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall was für Freedom Call Fans, weil dieser Grundtenor, diese Grundatmosphäre des positiven und optimistischen, lebensbejahenden Klanges, wenn man das so hochtrabend nennen darf, der Komposition, bleibt erhalten, weil ich kann mich ja nicht drehen. Also dann würde es nicht authentisch sein, dann wäre ich nicht ehrlich, wenn ich jetzt ankommen würde und würde ganz bösartigen Doom-Metal machen. Das würde mir keiner abnehmen. Und deswegen bleibt es schon in diesem Genre, bloß die Songs waren einfach nicht kompatibel mit Freedom Call. Ja, es war einfach, Freedom Call ist ein gewisses Trademark, das hat eine gewisse Atmosphäre, die Songs. Und ich wollte diese Komposition, die ich auf meinem Soloalbum Chasing the Sun habe, wollte ich nicht umbiegen. Weil so eine Vision, die bei einer Komposition stattfindet, sollte man belassen, wie sie ist. Sobald man die ändert und synthetisch in eine Richtung dreht, wird es nicht mehr authentisch. Dann ist es nicht mehr das, was man eigentlich wollte. Und dann wäre ich, glaube ich, für immer unglücklich. Ja, vermutlich. Genau. Und wie bist du auf den Titel gekommen, Chasing the Sun? Hat es auch einen bestimmten Hintergrund oder war es einfach? In der Tat bin ich auf den Titel gekommen, da bin ich gerade nachts, es war dunkel, es war im Winter, es war nicht nachts, es war abends, bin ich zu einer Show gefahren und habe mir die ganze Zeit gedacht, wie könnte ich das Album nennen? Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht, was mich letztendlich auf das Chasing gebracht hat, aber der Ausdruck ist ja einfach das, was wirklich aus mir rauskommt, weil es eben ein Soloalbum ist, kann ich da auch persönlich werden. Da muss ich nicht als Band sprechen, sondern kann da ganz egozentrisch nur ich. Und ich liebe die Sonne, ich liebe das Licht. Ich gehe raus, ich bin sehr oft draußen, ich gehe gerne in den Wald, ich gehe gerne einfach in helle, in warme Gegenden. Und da bin ich natürlich der Sonne sehr nahe und wir haben natürlich mit Freedom Call ist ja auch wir sind sehr lichtaffin und Land of Light zum Beispiel, Master of Light etc.
Und da ist das nicht so einfach aus den Ärmeln geschüttelt, sondern es ist was Persönliches und unterstreicht trotz dessen auch die Musikrichtung. Und dass ich der Sonne einfach nachjage, das ist wirklich was, eigentlich auch was sehr Persönliches. Dann dürfen sich die Fans ja auf sehr, sehr persönliche Eindrücke von dir auch freuen, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann natürlich auch Themen ein bisschen bearbeiten, die jetzt im Metal-Bereich nicht so gut passen. Da geht es einfach vielleicht auch um ein bisschen versteckte Lebenserfahrungen, ob die jetzt in Richtung Beziehung, Liebe gehen oder einfach so manche Erfahrungen, die man auch in Gedanken schon gehabt hat, die ich aber trotzdem so ein bisschen verschlüsselt habe. Weil sonst wäre es ein bisschen plump. Ne, das muss ja auch so dieses Lyrische ein bisschen subtil mitschwimmen. Wir dürfen gespannt sein. Wir hatten es vorhin kurz von modernen Rockbands. Gibt es da eine, die dir besonders gefällt und warum? Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ein nicht so, so großer Musikhörer bin. Skandal. Mach das nicht. Mach das nicht. Kinder, probiert das nicht aus. Nein, es liegt einfach darin, der Grund liegt darin, weil ich sehr, sehr viel mit Musik arbeite. Okay. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich Musiker bin. Ja. Und ich habe ein eigenes Tonstudio und das ist so mein Arbeitsplatz. Ja. Mein Büro, mein Laufband. Arbeitsplatz. Und wenn man so 8 Stunden Musik gemacht hat und man hört ja auch sehr intensiv dann hin, Ja. Dann ist man ein bisschen gesättigt. Also ich glaube auch, dass halt viele andere Berufstätigen auch jetzt nicht nach Hause gehen und sagen, komm, ich back mir jetzt ein Brötchen. So ein Bäcker so nach 8 Stunden Brot backen, so jetzt habe ich so richtig Lust auf ein Brötchen backen. Und so ähnlich ist das. Natürlich kann man das jetzt nicht direkt vergleichen. Ich höre schon Musik, aber wenn man eben das beruflich macht, ändert sich das im Laufe der Jahre ein bisschen, diese Empfindung von Musik. Man fängt ja gleich an zu analysieren. Ne, weil man halt im Studio dann so, wie klingt denn da die Gitarre oder was macht denn da dies? Und das nimmt einem so ein bisschen so diesen Genussfaktor von Musik hören. Man kann das nicht mal so frei machen. Das kann ich nur bei Titeln machen, die ich aus meiner Jugend kenne. Zum Beispiel? Ach, das ist Saga, das ist Deep Purple auch, Ja. Das ist In Excess, Simple Minds. Und es liegt nur daran, weil Musik ist für mich ja einfach nur eine Widerspiegelung von Erinnerungen. Musik ist eigentlich nichts anderes als Erinnerungen, die halt akustisch immer wieder weitergetragen werden. Das ist herrlich. Nee, was so ist, so sehe ich das. Genau. Und deswegen kommt es auch immer, wenn viele herkommen, eure früheren Alben waren viel besser. Ja, ist ja oft so, dass man einfach sagt, die ersten Alben, die waren super, aber jetzt so. Das liegt einfach daran, dass die Leute bei den ersten Alben viel jünger waren. Und da, wenn man jung ist, hat man natürlich, geht man weg, hat man die ersten Rumknutschereien oder das erste Mal besoffen und macht Party. Ja. Also man ist halt einfach befreiter. Ja, das stimmt. Ne, unbedarfter. Und das verbindet man immer mit der Musik. Und deswegen sind immer die Songs von früher besser als die neuen. Obwohl die Songs sind nicht besser, es sind nur die Erinnerungen. Guter Ansatzpunkt tatsächlich. Sehr interessant. Und darauf bezogen, wenn du irgendeinen von berühmten Song hättest schreiben können, Ja. Welcher wär's? Und warum? Naja, also ganz klar Last Christmas. Weil ich, dann könnte ich jetzt einfach machen, was immer ich wollte. Am Strand liegen. Ja, und ich habe das natürlich auch auf Facebook. Weihnachtszeit ist ja jetzt nicht so lang her. Ja. Da so, ich kann es nicht mehr hören, Last Christmas. Ich finde den Song immer noch genial. Und ich liebe George Michael. Ja, ich habe ihn auch einmal sehen dürfen. Da bin ich in Berlin. Ach, wie cool. In Berlin. Und das ist eigentlich eine coole Story gewesen. Ein Freund von mir hat in dieser Passstelle gearbeitet, als 1990 quasi noch im Rahmen der Wende die MTV Music Awards in Berlin verliehen wurden. Ja. Und als Backdrop quasi, es war ein riesiges Zelt, 30 Meter hoch. Und als echtes quasi realistisches Backdrop war das Brandenburger Tor beleuchtet. Also war nur quasi transparente Folie. Und da habe ich George Michael gesehen. Wie cool. Hast du auch mit ihm gesprochen? Nein, nee. Nein, ich war da ganz klein und ganz stumm im Eck gesessen und Oh. Habe mich fast eingenässt. Vermutlich, ja, bist du ein großartiger Künstler. Ja. So, Chris, dann vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass es nach all diesen Jahren nochmal geklappt hat. Und die letzten Worte gehören dir. Oh, das ist aber schön. Also ich freue mich auch sehr, sehr, dass es geklappt hat und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt kann ich nur sagen, Berliner,
ihr seid Rock City. Also bei uns hat es immer gut geklappt. Und ja, natürlich strengen sich die Berliner Fans jetzt auch ganz, ganz doll an für Iced Earth und Metaprism und Freedom Call. Und wir kommen wieder, keine Frage.